Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des CSGO Adventskalenders. Heute ist der 6. Dezember und wie soll es auch anders sein, kommen heute natürlich auch die nächsten Skins. Ich habe heute einiges zu sagen. Sorry einmal, dass das Video heute so spät kommt, aber ich hatte ein paar Probleme, beziehungsweise die Probleme sind immer noch da. Aber ich versuche das gepflegt über die Bühne zu kriegen, sage ich mal. Fangen wir mal an mit dem Preis, was es für heute gibt. Der erste Preis ist wieder eine AK Elite Build. Dann der zweite Preis habe ich eine 5-7 Fallplay. Der dritte Preis ist dann eine MAC-10 Neon Rider. Und dann haben wir heute noch zwei Bonuspreise. Denn einer von euch hat ja was reingeopfert für heute. Und zwar ist es der liebe Gunter Reno. Mal kurz nachschauen. Genau, Gunter Reno hat dann noch ein paar Skins reingeopfert, woraus ich noch zwei Preise machen kann. Und zwar ist es erstens mal ein Bundle. Beginnt hier bei der PP Bison. Sind die drei Autosnipers, zweimal die Terrorist, einmal die CT. Dieser Tech 9. Der Glock 18 und der SG 500 Damascus Steel, genau. Das ist dann der vierte Preis, also diese 6 Skins. Und der fünfte Preis ist dann diese Galil Air Info. Diese 7 Skins sind vom lieben Gantarino. Könnt ihr mal schreiben, Hashtag nicer Gantarino oder so, keine Ahnung. Ich werde es ans Steam-Profil in den Kommentaren, so habe ich jetzt zwei Pfeile, Tiger, soll ich scheiße. Ich werde es ins Steam-Profil in den Kommentaren, also nicht in den Kommentaren, wieso sage ich immer in den Kommentaren? Ich werde es ins Steam-Profil in der Infobox verlinken, zweiter Link. Erster Link ist ja, wie ihr wisst, immer das Video, wo ihr teilnehmen könnt. Apropos, für alle, die heute das erste Mal einschalten und sich denken, ey Mann, ich will auch bei diesem nice CSGO Adventskalender mitmachen. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort kommt jetzt so ein Video, wo ich alles erkläre. Ihr müsst halt ein Abonnent von mir sein. Ihr müsst das Video liken, was halt verlinkt ist unter diesem Video. Und ihr müsst unter diesem Video kommentieren. Also nicht unter diesem, sondern was halt dort verlinkt ist. Aber seht euch das Video an. Ich erkläre da alles zwei, dreimal sogar, damit es auch jeder versteht. Und sich jeder auskennt. So. Genau, wegen den Problemen, was ich hatte, und zwar sagt YouTube bei mir gerade, und mir werden nur 2000 Kommentare angezeigt, obwohl ich laut YouTube Analytics sollten es jetzt schon 7500 Kommentare sein, und gestern waren es ja auch schon um die 5500, glaube ich, aber heute sind es anscheinend nur 2000. Und ja, ich habe es mal probiert mit dieser Webseite, ob die die Kommentare laden kann, die was mir für YouTube nicht angezeigt werden, und nein, sie kann es nicht. Diese Webseite ladet nur die 2009 Kommentare, die mir auf YouTube angezeigt werden. Warum? Keine Ahnung, was da los ist. Ich hoffe, das hat funktioniert morgen wieder, so wie gewohnt. Aber ich habe da heute eine Ausweich-Website gefunden. Ich habe da ein bisschen im Internet geguckt, was ich da noch eine funktionierende Random Kommentar, ne, was als eine Seite zu finden. Bin dann auf diese Seite gestoßen. Sieht zwar etwas, ich sag mal, scheiße aus, aber sie funktioniert und das ist wichtig. Mir wird zwar hier oben angezeigt, dass es auch nur 2009 Kommentare sind, aber sie ladet trotzdem alle Kommentare. Und alle Kommentare meine ich auch wirklich alle. Darum sind es hier auch mehr, als was auf YouTube Analytics steht. Weil die Seite ladet auch die Antworten, was ich unter den Fragen bzw. unter den Kommentaren von euch geschrieben habe. Darum kann es passieren, dass ich auch mal gezogen werde. Falls es so ist, gibt es natürlich einen Reroll, weil
ich möchte ja nicht selber meine Skins gewinnen, was ich für euch raushau. Und von dem her hoffe ich, dass das funktioniert. Und ich brauche noch meinen Zettel, damit ich weiß, wer gestern gewonnen hat. Damit die, weil die setzen heute einen Tag aus. Gestern waren ja 4 Preise. Da war ja ein Special Preis dabei, die M4A1S Hyper Beast. Weil ich ja, vorgestern die 500 Abonnenten geknackt habe auf YouTube. Und da war halt gestern noch ein Special Preis dabei. So, dann würde ich gleich mal sagen, fangen wir an, damit das Video nicht zu lange dauert, damit das auch schneller rendert. Ich versuche, dass das Video dann um, ich sag mal, jetzt ist es gerade 9 Uhr, dass es um 10 Uhr online ist. Ihr werdet es dann halt eh sehen, ob es um 10 Uhr online ist oder nicht. Ich kann es halt, wie gesagt, nicht versprechen. So, der erste Preis war die AK Elite Build. Der Gewinner von der AK ist Entry the Reno. Der war gestern nicht dabei. Glückwunsch an dich. Der gewinnt jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal, kann das sein? Ne, das dritte Mal sogar. What the fuck? Wie hart hast du denn gespammt? Gut, der zweite Preis war dann die 5-7 Fall Play. Die bekommt Fifu LP, der Name kommt mir auch bekannt vor, hat aber, wie ich sehe, noch gar nicht gewonnen. Oh ja, einmal, 2. Dezember. Ja, ich kenne euch doch, Mates. So, der dritte Preis war dann die Mekta Neon Rider. Die bekommt heute It's Chode 02. Der hat ja auch schon mal gewonnen. Der hat auch schon zweimal gewonnen. Das ist halt... Was? The fuck? Ja, aber gut. It's Chode 02 hat anscheinend auch 1212 Mal kommentiert. Also sollte man nicht vergessen. Trader Reno 1800. Also ist natürlich klar, dass die öfters gezogen werden. So, das waren mal die... drei Skins, die drei täglichen Skins, sage ich mal. Jetzt kommen die zwei Community Preise, was ich wiederhole nochmal, von Gunter Reno in den Pod geoffert worden sind. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen überhaupt richtig aus, weil ich habe das händisch geschrieben, gerade auf diesen Zettel vorhin, und ich bin mir jetzt nicht so sicher, weil ich kann gerade meine eigene Schrift nicht lesen. Aber ich hoffe, es ist richtig. Es muss richtig sein. Es ist richtig. So. Zuerst kommt das Bundle mit den 6 Skins. Und dann die Galilary Eco. Der Gewinner vom Bundle ist... Warum? It's Chode 02. Du hast schon. Du bekommst nicht mehr. Der Gewinner ist... Ey, was ist hier? Chode, du hast schon. Du hast doch die Mac-10. Es ist LP mit Spike. LP mit Spike bekommt auch nichts, denn der ist ein Gewinner von gestern. Zum Glück habe ich da einige vorbereitet. Ey Mann, ein Trader Reno, der hat auch schon. Jungs, jetzt wird es dann bald lächerlich mit dem Reroll. Nochmal ein Trader Reno. Ultra Mega HD, der ist neu, also der hat auch irgendwann mal gewonnen, aber der war jetzt die letzten paar Tage nicht dabei. Gut, du bekommst das Bundle. So, ich hoffe, den letzten Preis bekommen wir auch noch hin. Die Galil Era Eco bekommt dann der hübsche LP mit Spike, nein, den bekommt sie nicht. Nicht, weil du nicht hübsch bist, also ich weiß nicht, wie du aussiehst, aber du hast schon. Jungs, ihr habt alle schon. Jeremy Longin. Der hat auch gestern schon. So, jetzt wird es aber dann bald wirklich lächerlich. Nein. Nein. So, zwei Versuche noch. Dann muss ich einen kurzen Cut machen und die Kommentare neu reinladen, weil ich habe
15 vorbereitet. Anscheinend waren diese 15 zu wenig. Komm, der muss es jetzt sein. Ah, Jungs. Okay. Gut, dann mache ich hier mal einen kurzen Cut. Notiere mir mal die Jungs, die die ersten 4 Preise gewonnen haben. Lade die Kommentare jetzt nochmal neu rein. Und hoffe, dass es dann funktioniert. So Jungs, da bin ich wieder. Ich habe, beziehungsweise es laden noch ein paar. Ein paar sind schon geladen. Aber ich hoffe, wir bekommen das jetzt doch hin. Weil das ist ja... Weiß nicht, da fehlen mir die Worte. Das hier, da muss ich euch noch darauf hinweisen, da sieht man halt einfach, oder ich erinnere euch, am 24. Dezember kommt ja noch ein Live raus. Und das sieht man ja dann, wer sozusagen die gerade die besten Chancen haben auf dieses Live. Wer halt gerade am meisten kommentiert hat, oder einer der meisten Kommentierenden ist. So, nächster Versuch. Der Gewinner der Galil Air Eco ist. Nein. It's Jode. Hat schon. Der Gewinner ist. Oh mein Gott, das ist ja echt. So, ich glaube, ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf, weil sonst dauert das Video länger als mir lieb ist. Weil das muss ja dann noch rendern und ich sagte vorhin, ich möchte das vor 10 Uhr noch uploaden. Beziehungsweise, dass es um 10 Uhr online ist. Ach mein Gott, aktualisiere ich die Seite schon, bevor ich den Gewinner ziehe. Dunsack Hater Pyro. Du bist mein Mann. Applaus für dich. Endlich. Wir haben es geschafft. Mates, das ist ja... Was ist das? Wie wird das dann morgen, wenn jetzt diese Leute ja morgen aussetzen werden, wenn die morgen dann auch noch durchgehen? Oh mein Gott. Also... Ich appelliere an den Rest von euch. Ihr müsst mir kommentieren. Sonst bekomme ich hier noch die Krise. Das war jetzt der wievielte Reroll? Der 20. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. GZ an euch. 4. 5. 5 sind es heute. Sorry, Mates. 5. GZ an euch 5. Schreibt mir in die Kommentare euren. Nein, das machen wir anders. Sonst gibt es da wieder ein paar so lustige, die was dann versuchen werden, sich eure Preise zu holen. Das werde ich nicht zulassen. Wir machen das so, wie wir das bis jetzt immer machten oder gemacht haben. Egal. Ich hoffe, ich bekomme dafür einen Daumen nach oben. Abonniert, wer noch nicht abonniert hat, und schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch auch so ist. Werden bei euch die Kommentare, beziehungsweise geht auf das, klickt den ersten Link in der Videobeschreibung und schaut mal nach, wie viele Kommentare unter diesem Video angezeigt werden. Es steht halt eh so, also steht halt eh drüber über den ersten Kommentar, glaube ich. Mir werden momentan 2900 Kommentare angezeigt. Mich würde interessieren, ob das nur bei mir so ist oder generell bei jedem. Ansonsten war es das dann auch für heute. Ich versuche das jetzt so schnell wie möglich zu rendern und zu editieren und extrahieren und keine Ahnung was. Und uploaden und ja. Oh, eine Dreiviertelstunde habe ich Zeit. Okay, na egal. Ciao. Dann schaltet morgen wieder ein, wenn es die nächsten Skins gibt. Ja, bis dann.
We'll be right back.